Hey Leute, was geht? Hier ist wieder der Deep Yoshi mit einem brandneuen Part von Pokémon Heart Gold. Wir waren hier letztens stehen geblieben, nachdem wir den Arenaleiter besiegt haben und ein paar Trainer auf dem Weg zum nächsten Pokémon Center auf Route 32 gekommen. Wir haben im letzten Part noch ein paar Angler hier vergessen gehabt, die wir natürlich jetzt auch noch alle besiegen wollen. So, okay, was hast du denn zu sagen? Im Angeln bin ich gut, aber im Pokémon-Kampf bin ich besser. Ja, zeig mal, was du kannst. Du komischer Angler. Einer raus von Angler Angelo. Es hat ein Gold, Bibi. Lily. Ah ja. Gold, Bibi. So, einmal Biss. Biss kann übrigens auch noch die Gegner eventuell verschrecken. Ja, Nassmacher schwächt die Steckkommen. Wasserattacken. Nein, Nassmacher. Ah, okay, wie schon mal erwähnt. Ah, Gott, ich bin komplett aus dem Konzept. Okay, Nassmacher schwächt die Feuerattacken ab. Aber da wir ein Wasser-Pokémon haben, ist das irgendwie witzlos. Zäh, ich war wohl doch zu ungeduldig. Und wie man gerade gesehen hat, ist das Gordini zurückgeschreckt, als wir Biss eingesetzt haben. Das ist natürlich die Passive von Biss noch extra. Halten junge Leute denn heute so gar nichts mehr von Angeln? Wart nur ab, ich zeig dir die faszinierende Welt Angelkunst. Hausch mit dir, meine Mann. Nee, Pedo. Lass mal lieber. Oh, so ist meine eigene Kinder wollen auch nicht ihre Nummer geben. Sind denn alle jungen Leute heute so. Na, wie. Sie wollen halt nichts mit dem Pedo zu tun haben. Ah, na teils. Hast du mich erschreckt, und mein Ziel hat sich verdrückt? Was kann ich denn jetzt dafür? Aber echt mal. Oh Gott, ne. Mr. Kappador. Angler. Oh Gott, ne. Nicht so viel Kappador. Bin ich der Meinung. Tschüss. Kappador. So, Kappador wird besiegt. So, was haben wir denn hier noch? Ein Kappador. Na, ich will das Pokémon jetzt nicht mehr umgewechselt. Für den Einkampf mit den ganzen 200 Kappador. Ne, lass mal lieber. Das muss nicht unbedingt sein. Tschüss, Kappador. 21 P. Kappador gibt am wenigsten EP von einem Pokémon. Oder warte, es gab, glaube ich. Warte, ein Pokémon gab es. Das war, glaube ich, dieses. Die Vorentwicklung von so einem Flora war das. Die noch weniger EP gibt als ein Kappador. Oh, schon Level 15. Oh mein Gott, Platscher! Okay, Platscher ist eine useless Attacke, die nur Götter kaputt macht. Ist wirklich so. Mit Platscher kann man Arceus töten. Mann! Ob das wirklich war, das müsste ich mal später mal ausprobieren. Mit Kappador fangen und dann Arceus. Oh, ja. Egal. So, das nächste Kappador kommt. Das ist der erste, what? Was ist das für Level 5? Man, kannst du nicht mal was Gescheites fangen? Ich weiß, dass Kappador sich zu Garados entwickelt, aber... nee, lass mal lieber. Platsch! Ja, natürlich. Das hat Platsch gemerkt. So, dann sprechen wir mal mit denen. Mein Pokémon, frisch gefangen. Ja, kann man die auch essen? Brauche ich gerade? Angler Slimy. Okay, ich stehe nicht so auf Froschschenkel. Okay. Echt nicht. Nein, danke. Ah, schon wieder Nassmacher. Ne, nicht so gute Attacke gegen mich. Weil ich keine Feuerattacken einsetze. Mann. Echt mal. Ach, Hypnose. Oh, ich hasse diese Attacke. Natürlich, jetzt sind wir 1 bis 5 Runden eingeschliffert. Dash ist eingeschlafen. Dash. Okay, ja. Erste Runde schlafen wir. So, probieren wir es mal aus. Es ist Blubber ein. Blubber ist eine Wasserattacke, die sehr wenig Schaden macht und eventuell die Genauigkeit senkt. Weil es sind Seifenblasen. Das ist nicht sehr effektiv. Ah ne, die Initiative war das. Warum die... Ja, okay. Man könnte ja auch ausrutschen auf den Seifenblasen. Ja, okay. Die Hypnose wirkt sehr gut, muss ich zugeben. Können wir denn nicht mal das
komische Vieh besiegen. Ja, danke. Biss und weg mit den Scheiß. Aber das steht auf Froschdecke anscheinend. So, 132 EP. Und Level 15. Dash versucht Grimassen zu erlernen. Ja, Grimassen. Senkt die Verteidigung des Gegners sehr stark, aber eigentlich eher nichts für mich. Setzt Crabsa ein. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich möchte jetzt einfach mit Dash weiterkämpfen. Warum? Weiß Korn. Oh, wieder Blubber. Mann, kannst du mal aufhören mit Sneff gerade. Bisschen. Okay, Crabsa. Du wurdest besiegt. Tschüss. So, ich halte noch ein bisschen EP. Und wir haben Zellen besiegt. Ein Bauchplatscher. Ja. Und wir schicken wieder einen Teil nach Hause. Okay, hier haben wir nichts mehr. Also machen wir uns jetzt auf den Weg zur Höhle. Wo ich mal eigentlich noch ein Pokémon fangen wollte. Warum fängt die jetzt Musik an, wieder so laut zu werden? Keine Ahnung. Was in Ordnung? Er ist aus Velocit. Du hast Falk besiegt? Natürlich habe ich Falk besiegt. Und du bist wahrscheinlich so ein Vogel, Heini. Der meint jetzt, sich zu rächen zu müssen, oder? Ach, ein Taub, sind wie süß. Okay, Blazo, du bist dran. Auf geht's. Look, Blazo. Zerleg das Ding, wie du es noch nie zerlegt hast. So, sie haben 3 Schaden bekommen. Wow, heftig. Sei bitte nicht so aggressiv. Ja, bist du sowieso jetzt gelähmt vom Elektroschock. So, mal gucken, was haben wir als nächstes für Pokémon? Er setzt Taubsi ein. Wow. Und das letzte ist wahrscheinlich ein Taboga oder sonst was. Oder ein Habitak. Eins von beiden. Die Vogelfänger sind irgendwie so... Wie soll man das erklären? So eintönig. Genauso wie die Angler. Und die... Ja, war, ich wusste es doch, dass das ein Habitak ist. Rico setzt Habitak ein. Oh mein Gott, ein Habitak. Ja, Habitak ist einer der Flug-Pokémon, die nur 2 Entwicklungen haben. Habitak und Ibitak. Wann I? Wann? Na okay, nee, es wird nicht aus dem Namen zusammengesetzt. Ich dachte, das wäre ja noch lol. Ich kenne jetzt meine Schwächen. Ja, du hast eine Schwäche gegen Elektro-Pokémon. Das ist deine Schwäche. Und ich komme hier noch nicht lang ans Item, weil ich noch kein Pokémon hat, was Trimmer kann. Okay. Auf geht's in die Einheitshöhle. Das wird ein Spaß für uns werden. Lala. Sehr. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Sandarm. Ein nettes Boden-Pokémon. Muss ich schon zugeben. Aber ich habe eher keine Verwendung für das Ding. Obwohl. Nein. Ist nicht so wirklich. Das war okay. Ah, ein Pokéball. Ja, und ein Pokémon. Was uns. Oh, Leinstein, hallo. Ja, hier kann man richtig gut trainieren. Was Dash? Irgendwann muss auch mal Level. Also, mal dich entwickeln. Es wird mal langsam Zeit. Du bist schon Level 15 und hast dich noch nicht entwickelt. Zitzitze. Es entwickelt sich wahrscheinlich auf Level 16. Das okay. So. Ein X-Angriff. Oh Gott, ne, der Weg hat sich gar nicht gelohnt. Und da oben sehe ich die Füße von so einem Feuertrainer. Mit blonden Haaren und eine Klatze. Ah, geil. Ein Zubat. Ja, aber das Ding wollte ich noch nicht haben. Ich wollte noch ein bisschen höhere Levels. Theo, was haben wir denn hier Schlimmes? Wenn du Licht hast, brauchst du keine Angst vor Höhenhang. Wenn du stark bist, brauchst du keine Angst vor meinem Pokémon-Team haben. Okay, ich habe sowieso keine Angst. Ich werde dich sowieso zerlegen. Es hat ein Vulpix. Ja, mein Garten Vulpix. Okay. Welche Attacke setzt man wohl gegen Vulpix ein? Wie wär's mit der Wasserattacke? Wasser ist ja nicht sehr effektiv gegen Feuer. Doch, es ist sehr effektiv. Doppelter Schaden und tschüss.
Wegen Stabattacke habe ich noch einen extra Schadensbonus. Und wir haben Level 16 erreicht. Yay! Und somit müsste sich mein Candyman den gleichen Weg hin. Ja, Blitz. Hm. No, immer noch nicht. Level 17, wirklich? Ich laufe schon die ganze Zeit mit dem Ding rum und es entwickelt sich nicht. So, was haben wir denn hier? Ah, TM Felsgrab ist eine Steinattacke. Ist gut. Sehr starker Steinattacke, muss ich sagen. Okay, was haben wir hier noch? Ein Zubat. Du bist immer noch nicht stark genug für mich. Ich wollte eigentlich ein Level 8 Ding haben. Ah, egal. So, was haben wir hier? Ein Zubat. Okay, ausnahmsweise. Ich glaube, ich finde hier kein Level 8 Ding mehr. So, Raserei. Mal gucken. Das klingt auch irgendwie so komisch. Superschall. Wenn es getroffen hätte, hättest du es verwirrt. Verwirrung kann aufgehoben werden, wenn man das Pokémon auswechselt. So, okay. Mal gucken. Haben wir Glück, das Pokémon gleich beim ersten Versuch zu fangen? Perfekt! Wir haben ein Zibet gefangen. Juhu, ein Zibet. Zibet wird in einen dreckigen Pokédex angelegt. Im Flug sendet den ständig Schallwellen aus, um ein genaues Bild der Umgebung zu erhalten. Möchtest du Zubat einen Spitznamen geben? Natürlich gebe ich ihm einen Spitznamen. Wow, wieso hat das plötzlich so geleckt? Wow, wow, wow. Douglas, Sir. Nennen wir es Douglas. Und ich hatte jetzt schon gern den EP-Teil, aber den kriegen wir leider erst etwas später. Aber den können wir uns holen, sobald wir Surfer haben. Sobald wir Surfer haben, können wir uns den XP-Teiler holen. Und dann ist das Pokémon-Trainieren eigentlich ganz einfach. Ein wildes Sondermeilschein. Los, Dash! Wir flüchten erstmal nochmal. Weil ich noch ein anderes Pokémon nach vorne setzen will. Nämlich unser neues Zubat. Das wollte ich nämlich trainieren. Los, Douglas! Dann zack! Was du kannst. Oh, gehst du schon wieder raus? Ach, ich bin dumm. Falsche Richtung. Ich bin so dumm, yeah. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Ach, ein Kleinstein. Hallo, Kleinstein. Los, Douglas. So, wir trainieren hier noch ein bisschen meine Pokémon, denn ich habe hier noch ein bisschen Training vor mir. Ich wollte nämlich die Zubat noch ein bisschen trainieren für den nächsten Arena-Leiter. Denn der wird uns wahrscheinlich sehr viel abverlangen. So, Aquaklare auf Kleinstein. Es ist ein Gesteins-Pokémon. Und es hat eine starke Verteidigung, aber eine schwache Spezialverteidigung. So, bisschen EP. Ja, eigentlich müsste Douglas jetzt mal was allein kriegen können. Aber egal. Oha, wer hätte es gedacht, dass hier jemand über den Weg laufen würde? Ja, wer hätte es gedacht? Ich glaube, auch ein Onix. Das gleiche, was ich zu Kleinstein gesagt habe, es hat eine sehr hohe Verteidigung. Und ich sollte es auf keinen Fall mit meinem Gift-Flug-Pokémon angreifen, weil es eventuell ein paar Gesteinsattacken hat. Boah, Härtner. Okay, steigere deine Verteidigung noch mehr. Das bringt dir sowieso nichts gegen mich. Weil ich Aquaklare einsetze, eine Spezialattacke. Also von daher, bist du sowieso Onix, oder? Ja, tschüss, Onix. Du hast dann deine Runde verschwendet, so. Ui, ganz viel EP. Wir haben Karel besiegt. Oh, wer hätte es gedacht, dass du so stark sein würdest? Ja, und wer hätte gedacht, dass ich jetzt hier abhauen werde? Mit deinem Geld. Ja. Hallo, Typ. Ich wollte mit dir sprechen. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, richtig? Wollen wir mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst. Natürlich schaffe ich das bis dorthin. Was denkst du denn? Zitze. Okay, ein Kleinstein wird in den Kampf geschickt. Es ist ein kleines Kleinstein. Aber ich komme nicht mit meinem Pokémon hier so weiter. Da muss ich wieder zu Douglas wechseln.
Und mein Zubat müsste gleich... Ah, eine klar. Das ist das gleiche wie Härtner. Es erhöht die Verteidigung. Ach sogar stark, oder was? Nee. Es ist nur gestiegen. Dachte ich... Ja, okay. Ich sollte aufhören, so mich zu verlesen. Ja, echt mal. Okay, wie viel EP kriegen wir? 30 EP. Darkness erreicht Level 8. Super viel. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Wieder zu Douglas. Er braucht nämlich sau viel Training. Für den nächsten Arena-Kampf. Ich wollte mir nämlich ein X-Bad trainieren. Also von daher. Passt das schon, dass wir das so machen. Los, Douglas, komm zu deinem Rack. Und dadurch, dass man es sehr oft spazieren führen kann, haben wir noch einen Vorteil wegen der Freundschaft. Weil. Goldbad entwickelt sich ja nur zu X-Bad durch Freundschaft. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber ein Half-Gold zu Silvers ist einfacher, weil durch das ganze Gelauferei wird die Freundschaft zwischen Zubat und mir größer. Okay, ich will das Pokémon wechseln. So, Ludeckles, zeig, was du kannst. Setz dein letztes Kleinstein ein. So, Pokémon wechseln. Wieder zu Dash. Dash wird das Ding schon wegspülen. Mit Aquaknarre. Das Gute hier an Pokémon Hard Gold und Soul Silver ist, dass man eigentlich recht früh Surfer bekommt. Es ist die vierte Arena sogar schon, wo man Surfer bekommt. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, die vierte Arena. Das war so eine Geisterarena. Oh je, die Mie, ja. Das war, glaube ich, in Teak City, wo man Surfer bekommt. Aber dazu später mehr. Ach, das ist wieder so ein Feuertyp. Okay, und wir haben hier einen Zubat. Level 5. Wow. Das ist OP. Ah, vielleicht kriegen wir es ja schon. Ich probiere mal Blutsauger aus. Ah, ich sehe irgendwie gleich einen Blutsauger-Battle. Na, ein Volltreffer. Das ist nicht sehr effektiv. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ein Volltreffer. Es ist nicht sehr effektiv, ja. Gehen wir lieber ab. Das hat irgendwie keinen Sinn, da weiterzumachen. Das wird für ein Endlos-Battle. Ach, ein Feuertyp wieder. Hallo. Was hast du denn für ein Feuer-Pokémon jetzt? Dieses Super-Verfier mischt ständig mit ihrem Pok. Mit ihrem Superschall. Das ist zum Aus der Haut fahren. Ja, sag bitte keine Schlange und heute nicht. Okay, was gucken wir? Ein Smurgern. Alle Smurgern. So, dann wechseln wir mal schon das Pokémon auf Blazor. Denn der braucht auch noch ein bisschen Training. Oder sie, whatever. Oh, ist auch schon fast Level Up. Cool. Und zur Glück. Oh, da ist die Passive von Blazor gebrockt. Cool. So, nochmal Donnerschock. Und hoffen, dass das Ding schnell besiegt wird. Yo. So, Blazor müsste jetzt gleich Level 15 erreichen. Boom. Perfekt gelaufen für uns. Okay, wir haben jetzt Level 15 erreicht und er setzt noch einen weiteren Schmuggler ein. Ich wechsle dann... Nein, ich wechsle zu Douglas wieder. Weil Douglas braucht noch sehr viel EP und ich muss es immer durchwechseln. Ansonsten wird das nichts. Zum Glück kann das Ding noch keine Explosion. Zum Glück. Da bin ich froh rüber. Sehr froh sogar. Es lernt es, glaube ich, erst später. Zum Glück. So, dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen für diese komische Höhle. Hey, Douglas erreicht Level 9. Und er lernt Erstaunen an. Es ist eine Unlichtattacke. Ja, du brennst. Oh, hey, Blazor entwickelt sich. Lass uns mal zeigen. Oh Gott, ne, was entwickelt sich das wohl? Mal schauen. Glückwunsch, dein Blazor wurde zu Watti.
Yay. Jetzt haben wir auch noch einen Watti. Cool. Einen Superball gefunden. Cool. So, das klappt schon. Der zweite Superball, den wir haben. Oh Gott, noch ein Trainer. So ein komischer Typ. Auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Dann bist du auch Pokémon. Dann bist du mein Rivale. Oh Gott, ey. Diese Höhle. Oh Gott, ne. Pokémon-Fan. Oh Gott, ne. Los, Douglas. Ich wechsle dich lieber aus. Fleckmon. Von Typ Wasser Psycho. Och, Gena. Okay, Gena ist halt so eine Attacke, so wie Hypnose, nur halt, dass die in der nächsten Runde erst wirkt. Okay, wir haben es geschafft. Also wirkt Gena gar nicht mehr. Da wir es. Da es keine nächste Runde gibt, wirkt Gena jetzt überhaupt nicht mehr. Impf, mein Name ist Pokémon. Ja. Das tut mir aber leid. Nicht. Oh, okay. Gehen wir mal zur anderen Seite. Dort liegt noch ein Pokéball. Hallo, ich will den Pokéball mitnehmen. Aufwecker gefunden, cool. Gegen diese ganzen Einschläferungen ist es ziemlich gut. Okay. Es regnet, cool. Hier steht ein Aprikobaum. Juhu. Ein Aprikot Pink. Die verstaut die Aprikot in Box. Hier steht ein Aprikobaum. Hui. Ein Aprikot Schwarz. Warum regnet es eigentlich hier so viel? Nicht, dass da plötzlich so ein legendäres Pokémon gleich auftaucht, was auf Level 40 ist und es uns zerlegt. Los, Radrad. Los, Douglas. Du kannst hier noch ein bisschen trainieren. Ich hoffe, das Radrad bringt nicht mein Douglas um. Oh. Zubat ist nämlich sehr schwach, was die Verteidigung angeht. Okay, Erstauner. Ach ja, ich vergiss, dass es das eine Geistattacke war. Ach, wechsel ich einfach zu Blazor. Ja, ich bin irgendwie dumm gerade. Das war keine Unlichtattacke, das war eine Geistattacke. Energiefokus. Energiefokus erhöht die kritische Chance. Oh Gott, das kann böse enden. Wenn das Ding krittet. Wenn das Ding krittet, wird's böse. Na, es krittet nicht gut. Es erhöht ja nicht die kritische Chance, sondern es erhöht die kritische Chance. Mann, so war das. Oh Gott, ich bin ganz durch den Wind. Okay. Oh, hallo. Na, wie geht's da? Ich habe den Tunnel durchquert, aber ich habe noch jede Menge Energie übrig. Ja, dann zeig mal. Was hast du denn Schönes für Pokémon? Wahrscheinlich ein Marshallow und ein Kleinstern. So viel ich das noch weiß. Hallo, Douglas. Es fängt an zu regnen. Das ist ja gut. Anfängt zu regnen. Los, Dash! Du wirst das Kleinstein schon mit einer Wasserattacke besiegen können. Das glaube ich zumindest. So, das Stein poliert hier ein. Das erhöht die Initiative. Das ist noch weiß. Sogar sehr stark. Ich kann mich erinnern, dass in Pokémon Mystery Dungeon die Onyxe das ununterbrochen eingesetzt haben. Das war ein bisschen beängstigend. Sehr beängstigend. So, wir kriegen ein bisschen EP. Level 10 für unser Douglas. Wann lernt er eigentlich eine Flugattacke? Das müsste ich nochmal nachgucken. Wann ersetzt. Als nächstes mal Schollor. Ja, möchte ich. Ich möchte mal einen Douglas einsetzen, damit er auch noch ein bisschen EP kriegt. Ansonsten haben wir keine andere Möglichkeit, erst unseren Super zu trainieren, weil es sauschwach ist am Anfang. Aber sobald es Goldbart ist, ist es extrem. Es ist schon stark. Und X-Bart richtig heftig. Okay. Wechseln wir wieder zu Dash rüber. Douglas kommt zurück. Let Dash. Oh, Energiefokus. Hab ich wie immer Angst vor Energiefokus. Es kann manchmal böse enden. Okay, Aquatlare und weg ist es nicht. Okay, es setzt Silberblick ein. Es will unsere Verteidigung senken. Na, ob das was noch was bringt.
Ich glaube eher weniger, weil es ja nicht mehr alles angreifen kann und wir es besiegen. So, tschüss, Marcello. Er wurde es besiegt. So, wir kriegen noch ein bisschen EP. Und wir besiegen von Tom. Oho, scheint, als hättest du noch mehr Energie als ich. Ja, das stimmt schon. Und wir wollen uns... Ich bin übrigens Wanderer und gehe auf die Berge und Höhen. In Städten dagegen kenne ich mich so gut wie gar nichts aus. Du scheinst aber mir schon in vielen Städten Abenteuer erlebt zu haben. Wenn wir zwei Telefonen austauschen, könnten wir einander doch sicher jede Menge nützliche Infos geben. Ja, okay, ausnahmsweise. Die Nummer wurde im Pokémon registriert. Wenn mir wieder herzerwärmende Geschichte einfällt, rufe ich dich an. Oh Gott, ne, bitte laber uns nicht zu. Erzähl ACD. Oh, was soll das werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Hä, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unseren Comeback. Der Traum unseres Oberhauptes Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dich überhaupt nichts an. Aber warum erzählt er es dir denn eigentlich? Lass mich einfach in Frieden. Rums. Ich laufe weg wie ein kleines Mädchen. Okay. So, okay. Dann haben wir das ja schon erledigt. Gehen wir mal kurz erstmal in den Pokémon-Supermarkt. Hier haben wir einen schönen guten Tag. Du musst Dieb sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich abgegeben. Hier, bitteschön. Geil, ein Supertrank. Super. Für uns im nächsten Arena-Kampf. Komm bald wieder. Okay. So, dann machen wir uns mal gleich schnell auf den Weg zum nächsten Pokémon-Center. Und dann muss ich leider schon den Part wieder beenden. Aber ich will schon mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Pokémon Heart Gold. Mit euren Deep Yoshi. Also bis dann. Ich halte noch kurz eben meine Pokémon fertig. Und wir sehen uns im nächsten Part. Also bis dann. Ciao.